Und der Generalsekretär organisiert die Partei, der macht das ehrenamtlich übrigens. Ich jetzt schon Glückwünsche bekommen habe zum Dienstwagen. Nein, also ich werde weiterhin mit meinem Opel durchs Land fahren. Ja, es kam überraschend, dass Dietmar Woidke mich angerufen hat und gefragt hat oder gesagt hat, Erik, ich brauche dich an der Stelle. Aber ich glaube, es ist ein Muss. Denn Demokratie lebt vom Mitmachen und lebt davon, dass von der Basis die Vorschläge, die Ideen, aber auch die Kritik nach oben geleitet werden, damit sie da in kluge Politik umgesetzt werden können. Und das ist für mich eine ganz wichtige Aufgabe, die innerparteiliche Kommunikation zu stärken, aber gleichfalls unsere guten Vorhaben, unsere Argumente auch runter an die Basis zu geben, damit auch, sage ich mal, unsere Erfolge unten ankommen. Also ich bin Landtagsabgeordneter, direkt gewählt für den Süden von Teltow-Fleming. Dieser Aufgabe fühle ich mich immens verpflichtet. Die ein oder andere Aufgabe muss man vielleicht abgeben, auf andere Schultern verlagern. Aber ich habe viel Unterstützung, gerade aus meinem Unterbezirk jetzt und aus meiner Region jetzt erfahren, die gesagt haben, Erik, gemeinsam packen wir das. Und das macht mich sehr glücklich und macht mir auch Lust auf die Aufgabe. Viele haben gesagt, ja, wir haben Reformbedarf in Brandenburg, aber wir möchten ihn nicht so, wie ihr ihn uns vorschreibt. So. Und da muss man auch mal in sich gehen. Und ich bin Dietmar Woidke dafür sehr dankbar, dass er das mal in seinen Urlaub mitgenommen hat und mal alle Argumente abgewogen hat, ganz in Ruhe, und dann zu dem Schluss gekommen ist, ohne die Kommunen an unserer Seite werden wir dieses große Reformprojekt nicht stemmen können. Und das ist ja auch immer der Brandenburger Weg gewesen, der in der Gemeinsamkeit liegt. Und deswegen ist es jetzt richtig, umzulenken, auf die Kommunen zuzugehen und zu hören, okay, ihr seht Reformbedarf, wie soll der aussehen? Es ist doch ein Witz von der CDU, die jetzt Neuwahlen fordert. Erst sagen sie die ganze Zeit, Kommunalreform stoppen. Jetzt haben wir es getan und jetzt wollen sie Neuwahlen haben. Das ist doch vorgezogener Karneval, würde ich mal sagen. Damit wird sich die CDU ziemlich verschätzen. Der Ministerpräsident wird in der nächsten Woche eine klare Mehrheit finden. Und dann ist ganz klar, es gibt keine Krise, sondern wir verlagern die Prioritäten. Wir hören die Kommunen an und wir investieren klug in die Zukunft, weil wir kein Land der zwei Geschwindigkeiten haben wollen, sondern eine Heimat für alle in Brandenburg.